Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Exzellenzen, nos chers amis de France, welcome our friends from United States. Are you here tonight? I read it in the Ankündigung and you guys have had so many beautiful years when you were besides a Befreier army and nice that you come back now as friends and especially welcome our wonderful friends from Italy. Und ganz besonders ein herzliches Willkommen den Außendienstmitarbeitern der Hamburg-Mannheimer Versicherung. Ich bin heute Abend, wenn ich das richtig verstanden habe, der Stargast. Das ist bitter für Neu-Ulm. Aber meine Damen und Herren, ich bin natürlich stolz und glücklich, hier mit dabei sein zu dürfen bei diesem wirklich sehr auch berührenden Abend mit einem Musikprogramm, das ganz speziell auf Neu-Ulm zugeschnitten ist. Denn sicher waren früher viele belästigt, wenn die Schwarzen in den Anlagen Musik gemacht haben. Aber wenn es so ist, was ich nicht wusste, ist, dass Christian Wulff in seiner Freizeit singt. Natürlich ist man nachdenklich an einem solchen Abend. Die für mich fast zu knappen Ausflüge in unsere Geschichte lassen die Gedanken abschweifen. Man schaut auf Mitfeiernde, man schaut auf die Blumen, man schaut auf die Stelle, wo bei den Hannover Harmonists die Hosen über dem Bügel hingen. Und dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann fragt man sich, meine liebe Mutter und ich, warum sind wir denn eigentlich heute Abend eingeladen? Ja? Ich wurde hier geboren am 18. August 1957. Meine Mutter war Kindergärtnerin in Offenhausen. Aber ansonsten ist meine Beziehung zu Neu-Ulm doch weit weniger intensiv als zum Beispiel die von Arnold Schwarzenegger zu seiner Haushälterin. Natürlich gibt es auch in anderen sozialen Brennpunkten, Stichwort Wien, die Tradition, dass man beim Opernball, um die Sache aufzupeppen, ein internationales Busenwunder einfliegen lässt. Ich bin jetzt kein Busenwunder im eigentlichen Sinn, aber ich habe zumindest die Fahrt selber bezahlt. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich teilweise ein bisschen suche, weil ich habe so eine Gleitsichtbrille. Das haben ja sicher von Ihnen auch viele. Und es ist eigentlich toll, nur es ist halt die Schwierigkeit am Anfang, wenn man die Brille hat, die richtige Stelle im Glas zu finden. Ja, je nachdem für die Entfernung. Teilweise komme ich mir schon vor, wie die Leute, die in der Tagesschau, kurz vor der Tagesschau, bei Frank Elstner den Geldkoffer bringen. Ja. Aber ich finde es schon. Als ich mich vorbereitet habe, seit Herbst vergangenen Jahres auf den heutigen Abend, da habe ich in den lokalen Zeitungen sehr viel gelesen und es war großartig für mich zu erfahren, wie eng, wie prägend, wie intensiv meine Bindung an Neu-Ulm ist. Lange Ferienaufenthalte bei Onkel Franz, der heute in Ludwigsfeld einen privaten Sicherheitsdienst betreibt. Spezialgebiet liegt die Fußmatte schief. Dann viele Jahre in einem Zimmer bei den Großeltern gelebt, schwimmen gelernt, wo die Iller in die Donau fließt. Nichts davon stimmt. Ja. Aber es sind großartige Geschichten.
Und ich habe mich entschieden, das alles ab sofort in meine Biografie aufzunehmen. Denn das ist wirklich bekannt. Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er irgendwann dann für sein Leben hält. Tatsache ist, Mama, nach 4 Wochen waren wir weg, oder? Ja. Aber wir sind gerne gekommen, mal wieder warm essen. Und wir zogen nach Nürtingen in Baden-Württemberg, Teil der damals noch intakten Südschiene, liebe Freunde. Als meine Mutter und ich heute Nachmittag im Tarnkappen-Hubschrauber der US-Armee Neu-Ulm angeflogen sind, da hat es noch ein bisschen geschmerzt, das seit kurzem verödete Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg zu sehen. Geopolitisch hat der Streifen zwischen Neu-Ulm und Blaubeuren mittlerweile fast eine größere Bedeutung als die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan. Das war einmal anders, meine lieben Freunde. Viele werden sich noch an die 60er Jahre erinnern, an die schönen, aber auch schweren Zeiten des Aufbaus, als die meisten von uns noch Business Class fliegen mussten. Und wenn dann Feiertag war hier bei uns Neu-Ulmern in Bayern, und wir strömten über die Brücke Richtung Ulm, um uns unsere beiden größten Träume zu erfüllen. Westjeans und Bananen. Als Neu-Ulm vor 200 Jahren von Heinz dem Heizbahn befreit wurde, da war das ein großer historischer Augenblick. Das werden heute Abend alle die bestätigen, die damals schon dabei waren. Es war ein eindrucksvoller Auftritt von Hans-Dietrich Genscher. Und wir sollten in dieser würdigen Feierstunde, ich dachte erst, ich bin falsch angezogen, ich dachte, der Dresscode wäre heute Abend gelbe Krawatte und Halbarmhemd, aber sind doch sehr viele dunkel gewandet. Wir sollten in dieser Feierstunde nicht vergessen, dass der menschlichen Gesellschaft gewaltige Aufgaben bevorstehen. Atomenergie, Solarenergie, CO2-Ausstoß, Kinderarbeit, Altersarmut, Nachhaltigkeit, Staatsverschuldung, Gletscherschmelze, Waldsterben, Robbenschlachten, Irak, Iran, Afrika, Afghanistan, Libyen, Tunesien, Tschetschenien, Stuttgart, Ulm und Biberach, Meckenbeuren, Dullesbach. Angesichts dieser nie dagewesenen Herausforderungen sind gerade viele unserer Leistungsträger derart verzweifelt, dass sie oft keinen anderen Ausweg mehr sehen, als nackt aufs Zimmermädchen zu springen. Neu-Ulm ist für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts glänzend vorbereitet, liebe Freundinnen und Freunde. Dazu brauche ich keine Fakten, das spüre ich. Für mich als Neu-Ulmer. Der die ersten 40 Jahre seines Lebens an einem Penthouse in der Kasernstraße 1 verbracht hat, mit unmittelbarem Blick auf die Eisdiele Bauer, lässt sich zusammenfassen in den Worten: Aufgepasst, Obama. Neu-Ulm ist das neue Ulm. Wer meine Familie und mich, den Sohn eines einfachen Lastwagenfahrers, Mitte der 60er Jahre gesehen hat, wie wir es in einem Tretboot auf der Donau
ungefähr auf der Höhe des Metzgerturms. In einer Stunde 4 Meter flussauswärts geschafft haben, der weiß, wozu die Menschen dieser Stadt fähig sind. Deshalb, verehrte Festgäste, gebe ich Ihnen heute mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. Ich werde auch in Zukunft alles in meiner Kraft stehen, um für die Menschen, Tiere und Pflanzen in Neu-Ulm eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Ich möchte im Dienst unserer christlich-jüdischen Wurzeln der Bindestrich sein, der neu mit Ulm verbindet. Tradition mit Moderne, Kunst mit Krempel. In diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde, ist jeder willkommen, der die Werte unserer abendländischen Kultur respektiert, von Ehebruch bis besoffen Autofahren. Das sage ich voller Überzeugung im Dienste eines geeinten Europa. Und das sage ich auch dem schwitzenden Migranten, der genau in diesem Augenblick in der Tiefgarage meine Doktorarbeit schreibt. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch, Neu-Ulm! Harald Schmidt. Herr Nürnberg, der Gegner für 2014 steht fest. Glaube ich. Wann waren Sie das letzte Mal hier? Vor 3 Jahren bei der Landesgartenschau, wo mein Fernsehstudio von begnadeten Gärtnerhänden in Pflanzen nachgebaut wurde. Und es war ein zauberhafter Nachmittag mit einem Bus voll durchgeknallter Günzburgerinnen. Also eine Tour nach Günzburg gemacht, oder wie muss man sich das vorstellen? Was war da? Nein, es waren Günzburgerinnen da, die einfach sozusagen schrien, Harald, und weil ich aber in Augsburg 3 Jahre am Theater war und da wurde der eine oder andere Kollege öfters mal nach Günzburg abgeholt. Aha, man kennt sich. Ja, da kennt man sich einfach. Zwischendurch mal irgendwie inkognito hier so durch die... Nein. Stadt gelaufen? Nein. Also ich lasse überall sozusagen den Neu-Ulmer raushängen, weil das natürlich schon irgendwie prägt, wenn man hier geboren wurde. Ja. Aber so oft reicht dann die Zeit auch nicht. Aber es ist immer wieder faszinierend, herzukommen, weil es ist einfach eine schöne Stadt und natürlich auch eine großartige Umgebung, wo man fast das ganze Gebiet bis zum Bodensee, Schwäbische Alb und so weiter mit einbeziehen kann, als Naherholungsgebiet. Mhm.